Willkommen zurück. Ich habe meinen Leichnam gefunden und mein Inventar wieder aufgenommen, Leute. Ist ein bisschen unglücklich gewesen in der letzten Folge, aber auch ganz schön lustig. Meine tollpatschigen Fehler mal wieder. Ronny hat hier, glaube ich, schon alle getötet. Ich würde jetzt einfach mal schnell rundgehen und gucken, ob hier noch interessanter Loot ist. Die Kerzen, habe ich ja gesagt, nehme ich ganz gerne mit. Möchtest du ein Holzbein haben? Nein. Okay. Der hat ein Langschwert. Ich nehme das einfach mal mit und eine Spitzhacke. Aber ich glaube, das ist so eine Spitzhacke, mit der man hacken kann und, also Holz hacken und Steine. Holz und Steine hacken kann. So. Ja, ansonsten müsste ich hier schon alles gelootet haben. Ich hab übrigens auch noch was für dich. Ja. Einmal ein Sprachwörterbuch. Das. Ja. Und ich habe noch das Noch was? Seemannslied der schwarzen Hand gefunden. Oh. Muss ich das vorsingen? Bitte Weiß nicht. nicht. Ich habe noch nicht reingeguckt. Okay, lernen wir erstmal Argosianisch. Wir haben Argosianisch gelernt, mein Lieben. Perfekt. Seemannslied der schwarzen Hand. Ich lese es nur vor, ich werde es nicht singen. Sonst macht ihr direkt das Video aus. Singt, singt auf schlechten Wegen, aus Eiden vergessener Männer, aus Knochen und Blut, das getränkte den Sand, das getränkt den Sand, wo einst ein Verräter den Tod fand. Hört das Lied geschwollener Leiber aus den Kehlen gehängter Narren, stampfende Füße in wildem Tanz, wenn eifrige Ghule gierig verharren. Hört nun die Seelen, die singen im Wind, wenn, wie sie tauchen hinab zu Felsen und Sand. Ihre Zungen gelähmt von Verwesung und Tod, verraten sie nie mehr die schwarze Hand. Oh, haha. Perfekt. Guter Song! Ja. Schafft's in die Top 10. Also ich habe übrigens jetzt 11 Goldmünzen dabei. Wir Ich können habe also. ein Goldbarren. Ach so, ja, und die anderen habe ich schon nach Hause verfrachtet. Okay. Brieftaube. Möchtest du ein Sandechsenei haben? Gönn dir. Also wir könnten theoretisch eins holen, aber ich What can I finde, get you? jetzt wo ich nochmal darüber Farewell, nachdenke, exile. holen wir uns doch lieber erstmal hier. Wie heißt das hier? Steinnase. Genau, Steinnasen, damit wir dann das produzieren können, das Gold. Und dann können wir hier ganz viele von diesen Sandechsen holen. Wir haben ja auch das passende Terrain für die bei uns an der Base, ne? Da haben wir auch ein bisschen Sand. Da fühlen die sich bestimmt wohl. Aber wir müssen dann erstmal noch ein Zuhause für die vorbereiten. Okay, ja, wie du möchtest. Also von mir aus könntest du dir auch jetzt schon eine holen. Nein, ich glaube, ich gehe da später nochmal vorbei, wenn wir genug Gold haben. Das könnt, du, weißt du was? Das könnten wir eigentlich verbinden dann mit neue Gefolgsleute holen. Die Ja. Köche und so weiter. Das können wir doch damit verbinden. Das ist so ein Plan. Ja, auf jeden Fall. Okay, wir wollten ja gestern eigentlich noch auf die andere Seite in das Dorf gehen. Das höher gelegen. Das haben wir aber nicht mehr geschafft. Gehen wir heute. Ich muss jetzt aufpassen. Ich halte mich jetzt mal ein bisschen hier so mittig, aber. Versteinerte Panther? Okay. Ja, dieses eine kleine Dörfchen da. Genau, da konnte man ja links an der Seite hoch. Ich glaube, da habe ich einen Weg gesehen. Was ist denn da oben? Da in die Richtung. Ist das eine Meinst du die Höhle St oder? Warte mal, wo bist du gerade?
wir können ja mal schauen. Sieht von unten ganz komisch aus. Los, kleine Klettermaus, hoch mit dir. Nee, keine Höhle, Vogel. Es hat von unten so geglänzt. Weg hier. Nein. Ja. Was denn? Nichts. Ich hab's jetzt, glaube ich. Ja. Jetzt oben. Um jetzt von dir zu hören, dass ich nicht mehr hochkommen brauche. Okay, ich gehe wieder runter an der anderen Seite. Gut. Aua. Gut, ich gehe jetzt zu dem Dorf. Ja, ich bin hinter dir. Aber ich möchte hier auch noch mal vorbeischauen, weil hier sehe ich aus der Ferne noch jemanden stehen. Vielleicht sind hier auch noch Kisten. Okay. Und ich sollte mir auf jeden Fall wieder angewöhnen, mit Schwert zu kämpfen, gerade wenn wir gegen viele Menschen kämpfen. Ja. Hands where I can see them, matey. Wie das aussieht, ja. Oh, krass, aber die steckt hier in den Rippen, die eine Kämpferin. Gut. Ups, hier muss doch irgendwo eine Kiste sein. Wir entdecken doch hier bestimmt was, wenn wir hier noch ein bisschen weiter reinlaufen. Wahrscheinlich. Gut, dass ich den Vogel boxe. Nein. Schon wieder ein Vogel gehört hier. Schade, ich dachte, ich krieg Federn raus. Ich glaube, naja, also hier geht's einfach nur wieder in den Dschungel dann. Okay, dann lassen wir das. Dann gehen wir wieder zurück und dann endlich in das Dorf. Dann lassen wir das. Ja. Gerade mal einen Schluck trinken. Kampfmusik. Ich möchte aber auch noch einen rosa Vogel für mein Zimmer haben. Bei mir passt leider keiner rein. Mhm. Gut, dann auf nach oben. Tierbändiger Bogenschütze. Wie viele hier sind. Ja? Ja. Oh. Schau mal, die haben hier sogar einen Fersch, Ronny. Ja, schon gesehen gerade hier. Krass. Guck mal, die haben diese argosanischen Staub dabei. Nimm den auf jeden Fall mit, ja? Ich brauch den bestimmt irgendwann in dem Alchemiekessel oder so. Ja, krass. Ja, gut. Aber kann man hier nichts mehr lernen?
Das habe ich mich auch gerade gefragt. Wir sind doch so wissbegierig, Spiel. Gib uns mehr Wissen. Ja, scheinbar nicht. Ich wollte mal gerade in deren Zierpferch gucken, geht nicht. Vielleicht hätten die da irgendwas Krasses drin gehabt. Ja, ich Ja, bin okay. drin. Weiß aber nicht, ob ich wieder rauskomme. Oh Mann. Ja, viel Spaß. Tschüss. Blöffer, ey. Okay. Ja. Wir könnten. Entschuldigung, Leute, ich bin kurz rausgetappt. Wir könnten. Man kann ja theoretisch noch ein bisschen weiter am Strand nach oben gehen. Das könnten wir machen. Und dann von da aus tauchen, zurück. Ja. Alles abtauchen. Ja. Du meinst jetzt hier links entlang, oder wie? Genau. Wir brauchen noch mehr Gold. Und falls das alles nichts hilft, müssen wir vielleicht dann doch mal ins Vulkangebiet und gucken, ob wir da in irgendeiner Form Gold finden. Ist das ein Kroko? Ja, das ist ein großes Kroko. Oh, ist ein sehr großes Kroko. Da gibt es bestimmt auch wieder so eine Kiste, die man looten kann. Ich mach die Pfeile. Komm! Oh, hier sind kleine Baby-Krokos noch. Hallo. Na? Warum? Das trifft's gar nicht. Wo kommt die ganze Krokus her? Ich sehe gar nicht, wann es tot ist. Ach, jetzt. Da werde ich das schon sehr einfach, oder? Es ist gar keine Herausforderung mehr. Nee, es ist okay. Ich habe einen Dietrich. Ja, ich habe die Kiste. Ja. Die Klinge des Unholds, Ronny. Was Oh. ist das? Moment. Was macht die? Eine schimmernde, von unheiligem Leben beseelte Klinge. Gesundheitsschaden 51, Rüstungsdurchdringung 9. Legendär, verkrüppeln, Waffe, Vitalitätsbonus. Ja, behalt die. Die ist deutlich besser, glaube ich, als deine. Die sieht auch ziemlich cool aus. Ja. Willst du mal, ja. Willst du mal. Ich sehe sie. Nee, ich brauche sie nicht in der Hand. Aber ich sehe sie ja hier. Sieht sehr piratisch aus, ne? Also so. Die hat so ein übelst krasses Muster. Soll ich sie doch mal in die Hand nehmen? Dann kannst du sie dir vielleicht besser angucken. Oder geht das so? Nee, Kannst du ich sie sehe sie schon? schon ganz gut, ja. Ja, okay. Sieht so irgendwie aus wie ein Skelett, ne? So ein Ja. bisschen. Ja, crazy. Also da hinten ist die imaginäre Wand. Da würde ich jetzt vielleicht nicht so gerne lang gehen. Mega cool. Ich wusste nicht, dass es hier noch einen Boss gibt. Du, dann haben wir jetzt insgesamt schon drei Bosskrokodile gehabt, oder? Drei Ja. verschiedene. Aber es gibt Bosskrokodile mit einem und mit drei Totenköpfen, oder? Ja.
Und die mit drei haben dann ja immer so ein Kisten. Schlüssel dabei. Ich würde jetzt hier einfach nochmal so entlang tauchen. Dann tauchst du links lang und ich rechts. Okay. Denk dran, es kann sein, dass wir Perlen finden, ne? Ja, ich guck danach auch gerade noch. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe eine gefunden, oder? Nee. Nee, doch nicht. Es ist ein Stein. Okay. Schade. Ich weiß halt auch gar nicht, nach wie die aussehen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht, Ronny. Gut. So eine Kiste. 15 Goldmünzen. Und in der nächsten auch noch eine. Und 8 Silbermünzen. Liegt hier Gold? Ronny? Nee, oh Gott, ich dachte schon, es ist Schwefel. Alter. Ich habe Orangen auf Fykus gefunden. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, ein Färbemittel. Ja, okay. Gut. Zu schmutzig, Ramon, ey. Ich habe gerade in einer Kiste 15 Goldmünzen gefunden. Ja, ihr braucht Gold. Ich habe jetzt schon wieder 16 Goldmünzen, einen Goldbarren, also eigentlich dann 20 Goldmünzen, wenn man da tatsächlich 4 rausbekommt. Ich dachte schon, Leute, das sah aus wie Goldbrocken hier auf dem Boden. Ich dachte echt. Warst du gerade an so einem Schiffswrack dran? Nee, das lag hier einfach mitten im Meer rum. Ja, perfekt. Eigentlich wollte ich vorhin sagen, wer zuerst eine Kiste findet, aber gut, dass ich es nicht gesagt habe. Was wäre der Preis gewesen? Ja, das weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht. Du Gauner. Gut, suchen wir weiter, meine lieben Piraten. Noch eine Kiste. 9 Goldmünzen, 8 Silbermünzen. Mann, ich will's auch eine finden. Vorhin hast du die ganze Zeit welche gefunden. Ist doch auch egal, wer eine findet. Es bleibt doch eh bei uns. Jetzt weißt du, wie es ist. Du hast mich extra nach links geschickt, weil du ganz genau weißt, dass hier gar keine gibt. Nee, wenn ich das wüsste. Ja. Wie soll ich das wissen? Ich war hier noch nie. Ich war noch nie hier so tauchen. Ich wusste nicht, dass es hier so viele Schätze gibt. Vor allem, das ist so groß. Ich weiß gar nicht. Ich habe Angst, dass ich was übersehe. Ob die Schätze immer wieder nachspawnen? Stimmt. Manchmal reflektieren diese roten Blumen so sehr, dass es aussieht, als ob da eine Perle drin wäre. Aber dann schwimmst du da hin und da ist nichts. Ich frage mich, ob hier schon mal jemand gebaut hat. Auf im Meer? Inseln, ja, diese Felsen, die da rausragen. Klar, safe hat da schon mal jemand drin gebaut. Ich denke mal, für PvP ist es gar nicht so schlecht. Ja. Also wenn du auf einem offiziellen Server spielst.
hat man eigentlich auch fast alles. Eisen, Schwefel im Wasser. Kann jeden Tag nach Goldmünzen. Gold tauchen. Ja. Ich wäre jetzt auch gerne im Meer, am Strand. Wo ich sagen muss, das Wetter in den letzten Tagen ist ja wirklich sehr, sehr, sehr gut gewesen. Also es war sehr schönes Wetter. Ja. Das ist ja, finde ich, immerhin schon mal etwas, wenn das Wetter besser wird. Ja, fehlt nur noch der Strand dazu. Kippst du dir einfach auf dem Balkon so eine Muschel voll mit so Wellensittich Sand? Ja. Kannst du dich da drin wenzeln. Embryo-Stellung oder wie? Dieser kleinen Muschel. Genau. Sag mal, ob es auf jeder einzelnen Insel auch was zu entdecken gibt? Safe, Weiß oder? nicht. Safe sind da irgendwelche Gimmicks untergebracht. Das können wir auch mal machen. Inselhopping. Ja. Leute, ich brauche, glaube ich, mal noch einen Kaffee. Kaffee wäre auf jeden Fall eine Wunderschön. Idee, ja. Habe ich da eine Kiste? Nee, natürlich nicht. Oh, doch, ich habe eine Kiste. Ich habe eine Kiste. Ich hoffe, ich war jetzt gründlich genug da Die ist hinten. leer. Die ist Wahrscheinlich leer. war ich da schon dran. Oder die Sachen spawnen nicht nach. Naja, die werden wahrscheinlich eine Weile brauchen, bis die nachspawnen. Oha, Ronny, ich bin schon. Ich bin schon da an dem Strand, wo wir Ja, lang da war ich gekommen. schon. Da war ich schon. Ich bin jetzt mittlerweile schon fast eine ganze Runde geschwommen. Okay. Ja, gut. Aber wir haben ja jetzt schon mal ganz viel. Dann können wir eventuell erstmal nach Hause gehen, die Goldmünzen mitnehmen, die wir schon haben, und dann irgendwann mal gucken, dass wir. Wo bist du? Ich dachte, das Ich wärst du da schwimme oben. gerade Richtung Strand wieder. Ja, und dann irgendwie mal gucken, dass wir diese Steinnasen holen. Ja, ich sehe dich. Ja. Jetzt ist die Überlegung, ob wir dann trotzdem noch mal den Dschungel weiter erkunden. Ein bisschen Zeit hätten wir ja noch. Wir können ja hier oben noch mal das Ding anschauen, was wir hier gesehen haben, oder? Ja. Klettern wir dann an einer Seite einfach hoch. Warte mal, lass doch mal Ja. schauen. Vielleicht gibt es hier ja auch noch Perlen. Ich meine irgendwo in diesen Durchgängen. Also in diesen Flüssen. Jetzt erinnere ich mich. Warte mal. Ja, hier sind Muscheln. 10 Stück. Ach nee, Auch aus. ganz leicht. Ich auch. Oh Mann, das ist gerade so ein Schlag ins Gesicht. Aber wenn es hier so austonnen, das sind ja Muscheln, dann könnt ihr doch auch Perlen geben, oder? Vielleicht geben die manchmal eine Perle raus. Möglich. Lass sie dir mal her. Kannst du den mitnehmen, bitte?
Okay, komm, wir gehen ja jetzt hoch. Leider keine Aus-, also keine Perlen gefunden. Let's los, Leute. Ja, ich möchte gern. Aufi. Aufi! Bist du schon irgendwo hochgeklettert? Ja, ich bin dabei. Leute, was ich euch mal noch fragen wollte, und zwar, wir haben irgendwie ganz viele Religionen gelernt, oder ich habe irgendwas freigeschaltet. Es tut mir leid, wenn ich einmal anfange zu gähnen, dann ist vorbei, bis ich wieder meinen nächsten Kaffee kriege. Mein Körper triggert mich gerade. Oder will mich triggern. Gib mir jetzt sofort einen Kaffee. Also, und zwar, ich weiß gar nicht, welche. Also, ich kann doch nicht von jeder Religion einen Altar aufstellen, oder? Und ich befürchte auch, dass meine Punkte alle gar nicht so reichen werden, um da alles freizuschalten. Hüter des Durchgangs. Naja, noch nicht. Aber wir können ja diese Machtfragmente, können wir ja umtauschen in Attributspunkte. Attributpunkte oder Wie viele Attribute. Attributspunkte kriegt man denn dann dazu? So viel, wie man Machtfragmente sammeln kann. Und man kann Ach, ja immer kriegst du wieder nur einen? Machtfragmente sammeln. Ja, aber kriegst du nur einen Punkt pro Fragment? 10. 10 Punkte. Ja, das meinte ich. Okay. Indem man Bosse besiegt, ne? Wahrscheinlich, also am meisten dann wahrscheinlich in der namenlosen Stadt. Was ist denn hier unten? Okay, nice. Alles gut. Was ist das denn? Boah, das ist ja auch so ein lila Sonnenschein. Ja, Warte. geil. Alter. Hier runter ins Wasser springen. Wie meinst du das? Ja, wie ich es gesagt habe. Ich teste es mal. Oh mein Gott! Hey, das geht. Ist nichts passiert? Alles gut. Ist nichts passiert. Du musst geradeaus springen, dann. Nee, ich mach's nicht. Ich bin ja jetzt oben. Ich weiß ja nicht, ob es hier noch was zu entdecken gibt. Ich komme wieder hoch. Okay, das heißt jetzt, Ja. Hüter des Durchgangs. Ja, aber hier ist doch gar nichts. Sieht so krass aus, ne? Die haben das unglaublich schön gemacht. Die ganze Landschaft und die Gebäude, die sehen so episch aus. Ah, warte mal. Was ist das denn hier? Einfach nur eine Brücke? Nix. Ich sehe auch nichts mehr. Ja gut, aber hier oben gab es ja jetzt nicht wirklich viel. Nee. Ja, Juti, dann. Ja, aber das kann doch nicht sein. Das sage ich aber auch jedes Mal, wenn ich irgendein krasses Gebäude sehe. Frage ich mich jedes Mal, wieso gibt's hier nichts? Verstehe ich dann aber auch nicht. Einfach fürs Entdecken. Ja, Kann gerade so doch nicht. eine Riesenruine da, also. Also da allgemein, logisch jetzt gedacht, jeder würde doch denken, dass an so einem krassen Ding, dass man da was lernen kann. Oder dass hier irgendwo
ein Buch liegt, irgendwas, eine Notiz, kann ja auch einfach nur eine Notiz sein eines Wanderers oder so. Sag mal, hast du eigentlich für den Sprung eine Auszeichnung bekommen? Oh Gott, jetzt packt man auch noch rum. Nein, vorhin meine ich. Ja, nee, hatte ich nicht. Oh. Okay. Gut, Leute. Ja. Es ist schon wieder soweit. Ich weiß, die Zeit rennt. Vergeht wie im Fluge. Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß. Ich bin gespannt aufs nächste Mal. Wie immer. Und bisschen was haben wir jetzt schon entdeckt, würde ich sagen, vom Dschungel. Ja. Ein klein wenig. Ich frage mich jetzt allerdings. Also ich frage mich jetzt allerdings, ob wir vielleicht erstmal den oberen Part jetzt abhaken sollten. Also so von oben nach unten. Denn unten kommt ja dann auch irgendwann der Dungeon. Ne? Ich glaube, hier gibt es zwei, so wie ich das jetzt mal gesehen habe. Oh, echt? Ach so, ich kenne nur einen. Ich habe damals nur den mit der Hexe gemacht. Den Hexendungeon. Also im Norden soll es wohl auch noch einen geben, aber ich weiß nicht, was das für einer ist. Okay. Gut. Gut, 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 gut. Ja, oder wir fangen von unten an. Ich habe den Hexendungeon, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, nämlich als nicht mehr allzu schwer in Erinnerung. Ich hoffe, ich täusche mich nicht. Meinst du, dass wir den dann eventuell gleich mit einbauen können? Ja. Wir könnten es auf jeden Fall versuchen. Also ich war noch nie da drin. Das heißt, für mich ist dort alles neu. Ich war schon drin. Aber es ist halt, wie gesagt, es war auch schon eine Weile her. Ne? Es war jetzt nicht gerade erst gestern. Oh Gott. Immer aber wenn diese Fackeln kaputt gehen. Aber können wir auf jeden Fall machen, weil wir lernen ja dann auch immer wieder neue Sachen, die wir da dann brauchen könnten und so. Ja. Ja. Und ich denke mal, wenn es wirklich noch einen anderen Dungeon gibt im Dschungel und ich dort nicht drin gewesen bin, dann ist der bestimmt etwas anspruchsvoller gewesen. Kann mir nicht vorstellen. Ja. Ja, ja, ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich ihn sonst ausgelassen hätte. Obwohl wir auch nicht so weit waren. Obwohl, doch, wir haben schon total viele Dungeons. Naja, ist ja auch egal. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.